Ladebildschirm. Zu welchem muss ich? Links oder rechts? Links. Upsala. Muss ich rein? Oh Mann. Jemand ist in der Nähe. Vielleicht ist der Hund freundlich gesagt. Mist. Jetzt habe ich die Bombe getroffen. Nein, ich wollte die Bombe aufsammeln. Ah, egal, was soll's. Wenn du verletzt bist, können sie dir hier wohl nicht helfen. Nee. Du brauchst... Ja, Schatz? Was meinst du? Die Menschheit ist geradezu un... Ah ja, gut, das haben wir ja schon. Sonst nichts weiter. Wie du wünschst. Die redet uns jetzt sogar anders an. Wer ist da? Niemand. Drei Raketen einfach hier drin. What the fuck? Sauberes blaues Kleid. Ja, ich kann mal was ausprobieren. Beziehungsweise nicht ausprobieren, sondern angucken. Ciao. Es tut mir leid. Okay, da geht's weiter. Aber hier will ich vorher rein. Oh nein, ein Schloss. Ach, come on. Nein. Ja, ah ja. Jetzt haben wir geschafft. Kleber? Yes. Kleber und eine Leiter. Und ein Safe. Ein Experten-Safe. Oh Mann, das kann was werden. Okay, jetzt weiß ich die Richtung. Wenn es so weitergeht, brauchen wir mit dem XH-Klammern. Oh, jetzt habe ich es fast. Ein bisschen nach hier. Oh, yes. Oh, wie schön. Den will ich nicht. Den Rest nehme ich gerne, aber die Knarre brauchen wir nicht mitnehmen. Ah ja. Oh no. Aua. Aua, wir sind aber nicht der Einzige, der auf die Fresse gekriegt hat, glaube ich. Glaub mir.
Du kannst mich mal, wie wär's damit? Ah, ja, guck mal, hier haben sich zwei Leute jetzt umgebracht. Aber hier ist nichts. Das ist doch ein Krankenhaus. Eigentlich habe ich hier mit ein paar Stimpaks gerechnet. Nur verfickte Feiglinge verstecken sich. Ja, ja, ja. Immer mit der Ruhe. Du siehst mich noch früh genug. Siehst du? Ja, ich auch. Halt. Den wollen wir ausräubern. Jetzt fängt langsam an, dass die Raider stärkere Waffen haben. Der nächste bitte. Wer ist da? Niemand. Hä? Fuck. Hey, wer ist da? Immer noch niemand. Halt. Sicher, dass du was gesehen hast? Ach, das hast du mir jedes Mal. Und ich tue es trotzdem. Denkst wohl, du könntest dich verstecken! Ein K3. Ja, was hätte das denn? Sein Geschützturm. Mach das. Aha. Mach doch einfach die Tür auf, du Idiot. Willst du etwas von mir? Nein. Jemand da? Ich hab glücklicherweise gesagt, die Leute schießen auf uns. Ein Aufzug nach dem anderen. Nach oben? Na, eigentlich muss ich dann nach unten. Ach so, sie hat nach unten gesagt. Keine Bewegung, Arschlöcher. Wenn ihr nur einen Mucks macht. Seid ihr dran und eure Familien auch. Und du, Shroud, wenn du nur einen Schritt näher kommst, werden wir sehen, was Kenzo im Köpfchen hat. Mach jetzt nichts Unüberlegtes, Sinjin. Unüberlegtes? Unüberlegtes? Ein paar dieser Loser halten dich für irgend so eine Legende. Als wärst du direkt aus einem Comic gesprungen. Aber du und ich wissen, dass du ein Mensch bist. Und schwach. Du bist hier. Und warum? Wegen deines kleinen Freundes? Freunde machen einen nicht schwach, sondern stark. Du machst dich zum Affen, weil dir so viel an diesem Schwächling hier liegt. Und du hältst dich für stark. Dann pass mal gut auf, weil ich Kent dann töten werde. Und dann werden wir dich wie ein Sieb durchlöchern. Bis von dir nichts als Brei übrig bleibt. Und dann gehe ich nach Good Neighbor und mach dort jeden einzelnen Schweinehund kalt. Und
und ich brenne alles nieder. Keiner legt sich mit Sinjin an. Weißt du, was Kent wirklich fertig machen würde? Wenn sein Freund, sein Held sterben würde. Direkt vor seinen Augen. Netter Vers... Shit. No! Fuck. Nein, das müssen wir nochmal laden, weil ich will, dass Kent überlebt. Und so wird das nichts. Wie mache ich das am besten? Erstmal eine andere Waffe ausrüsten und dann schießen wir gleich los. Keine Bewegung. Warum kann er den töten, während ich auf ihn schieße? Was soll das denn? Ah. Alter, ich mach gleich mit einem Mini-Atombombenwerfer einfach. Ja, das ist ja Blödsinn, während er nach hinten... Der war ja fast tot, das heißt... wie mache ich das am besten? Überreden kann ich ihn ja scheinbar nicht. Ich probiere es jetzt nochmal so. Keine Bewegung, Arschlöcher. Wenn ihr nur ein... Nee, das geht nicht, schade. War ein Versuch wert. Nee, ich will auf jeden Fall, dass Kent überlebt. Keine Bewegung, Arschlöcher. Und du, Shroud. Komm, 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 weiter. Jetzt habe ich ihn. So, ihr seid Peanuts. Und Kent hat überlebt. Oh, das war was. Wer rechnet denn damit? Halt. Kent. Ich war noch nie so glücklich im Leben, jemanden zu sehen. Das war knapp. Ich dachte schon, ich wäre im Arsch. Ich höre auf. Mit allem. Die Verbrecherjagd ist einfach nicht mein Ding. Wenn du jetzt aufhörst, haben die Bösen schon gewonnen. Du hast recht. Aber ich bin müde. Ich will einfach nur nach Hause. Ich gehe zurück nach Good Neighbor. Danke, dass du mich gerettet hast. Ehrlich. Aber ich habe genug. Gut, dann gehen wir zu Hancock. Boah, das war was. Kann ich hier irgendwo schneller raus? Upsala. Ja, hier sieht's gut aus. Hier kann ich ein bisschen was mopsen. Ein Globus zum Beispiel. Und eine Schweißerbrille. Die will ich nicht. War gerade wieder ein bisschen verpeilt. Habe ich in letzter Zeit irgendwie öfter. Konzentration, bitte. Hä, komm ich hier nirgendwo raus? Sicher, dass ich hier rauskomme. Aber nein. Aber das macht auch nichts. Gehen wir hier raus. Es hat gerade geklingelt. Bis gleich, das wird der Postbote sein. Da bin ich auch schon wieder. Und es geht weiter. Upsala, ich bin aufs Touchpad gekommen. Es war der Postbote. Ich habe ein Paket bekommen. Huch, mit Geheiminhalt. Nein, eigentlich nicht. So geheim ist er gar nicht.
sagen. Das ist ja noch ein Aufzug, aber ich glaube nicht, dass der funktioniert. Wie komme ich jetzt hier raus? Hier, denke ich. Guten Tag, Tür. Nein, hier sieht es nicht aus, als würde ich hier rauskommen. Wie komme ich hier raus? Hier ist noch eine Tür. Habe ich Sinjin ausgeräumt? Ja, ich glaube schon. Was ist denn das für ein verbessertes Schloss? Okay. Hä? Der Tank funktioniert immer auf einen. Meins. Nicht meins. Fallen? Fußangeln. Aua. Feuerwerk. Cool. Granate. Strahlensturm. Ich kann... Wetterwechselgeschoss? Verarschst du mich? Das nehme ich jetzt einfach mal mit. Das ist etwas aus der Zeit vor dem Krieg, oder? Ja, schon. Was hätte mich hier getroffen? Alles klar. Gut, dass wir so einen Scheiß nicht mal aus... Hey! Curry. Du brauchst etwas, oder? Ja! Handeln ist gut? Ja, sehe ich genauso. Vor allem, wenn mein Inventar faul ist. weg. Das Button Smashing? Kann man gedrückt halten? Nein, schade. Boah, da fällt mir der Daumen ab. So. Waffen, Jagdgewehr. Ist der Handy Summklinge? Ach, die Planke, die wollte ich doch wegschmeißen. Egal, was soll's. Silberne Maschinenpistole, mache ich jetzt alles mal weg. Das Ding würde ich gerne demnächst mal ausprobieren. Einfach, weil ich es kann. Kann ich? Was braucht man denn so für Munition herstellen für das Ding? Das kann man doch hier an der, an der Laborstation machen. Injektor-Munition, Berserker-Spritze. Bluterspritze. Lässt beim Ziel eine Blähfliege entstehen, wenn er stirbt. Nee. Gefahrholspritze. Klammergriff. Dass sie glaubt, der Spieler sei verschwunden und hat für 30... Ah, ja. Das hört sich ja nicht am besten an. Naja, gut. Ich hau ab. Suche weiter in den Ausgang. Ausgang? Hier ist aber eine Tür. Nee. Hier geht's ja wieder runter. Runter will ich ja nicht. Ich will hier raus. Hier ist ein Aufzug. Komm hier nicht her. Ach, keine Ahnung. Warum sagt ihr nach oben, wenn es nach unten geht? Hier bin ich im Keller. Keller. Nein, nicht Keller. Raus. Nach oben. Die sagt immer nach oben. Zweiter Stock. Ja. So. Jetzt muss ich eins runter. Für den Ausgang. Ach, warte mal. Da muss ich doch hier irgendwo... Wo war das denn jetzt nochmal? Muss ich hier doch irgendwo runterspringen? Hier ist noch eine Tür. Hier haben wir aber... Auch nächstes ein bisschen Spielzeug. Und Gummibonbons. Gott sei Dank. Ja, und den nehme ich auch mit. Hier war das. Nein, hier war es nicht. Sag mal, bin ich denn bescheuert? Nicht antworten, bitte. Die Frage war rhetorisch. Ich bin eindeutig bekloppt. Ich finde nicht mehr so einen blöden Ausgang. Was ist los? Das Ding ist kaputt, klar. Hä? Hier war doch eben noch ein Loch im Boden. Ha. Warum? Das ist manchmal voll das Labyrinth hier, weißt du? Eigentlich gar nicht. Ich stelle mich nur wieder so dämlich an. Das her. Ich nehme mal dein Teddy mit, ne? Ciao. Oh, ich muss den Timer auch wieder starten.
Ach Gott, nee. Oh, wir sind bald Level 27. Kriegen wir bestimmt gleich, wenn wir mit Hancock geredet haben. Hancock, da muss ich mal an den einen Film denken. Der war gar nicht so gut mit Will Smith. Den fand ich nicht so gut. Der war witzig, aber das war's auch. Wir sind gleich halt unbedingt. Deine Waffe besser griffbereit. Nur ja, ja. Rat. Gleich mal nach Sanctuary ein paar Sachen ablegen. Sanctuary. Ach, das ist aber auch ein Wort. Da willst du Zeug loswerden? Dann geh zu Daisy's Discounts. Das ist aber mein Zeug. Das will ich nicht loswerden. Alles meins. Oh Mann, du gehörst doch nicht zu diesen Diamond City-Typen, oder? Ich brauche Zeit, mich zu erholen. Okay? Es ist vollbracht. Der gefürchtete Sinjin ist Geschichte. Ganz allein hast du den großen, bösen Sinjin erledigt. Dann tanzen wir weiter auf dem Drahtseil der Freiheit. Hier, für deinen Einsatz. Oh yes, 750. Du hast deinen Beitrag geleistet und alle ihrer gerechten Strafe zugeführt, die es verdient haben. Ich werde unsere kurzen Gespräche vermissen. Ah, Kent, Kumpel. Warum das lange Gesicht? Du hast doch, was du wolltest. Ich wurde gefoltert. Bin fast draufgegangen. Das ist ganz anders als in den Hörspielen. Hey, wir wurden doch alle schon mal gefoltert. Wer gegen das Böse kämpft, der trägt eben immer ein paar Narben davon. Kommt schon. Good Neighbor ist jetzt dank euch beiden ein wenig sicherer. Was wäre Shroud ohne seinen treuen Freund Red Reinhardt? Das bedeutet mir eine Menge. Ich brauche etwas Zeit. Zum Heilen, weißt du? Aber danach habe ich ein spezielles Projekt im Auge. Nur für dich. Ich schalte meinen Radiosender wieder ein, wenn ich Fortschritte machen sollte. Alles klar. Haben wir geschafft. Kennst du 750. Manchmal was? Muss man eine Figur opfern, um das Spiel am Laufen zu halten. Merkt ihr das? Okay. Entschuldigung. Wir haben es nicht an die Spitze dieser Stadt geschafft, in dem ich glaube, die ist auch ein Synth. Ich weiß nicht. War. Hi. Hancock? Echt schade wegen Finn. Wird mir fehlen, wenn der nächste Supermutantenangriff kommt. Na gut, was kann ich für unsere Neuankömmling tun? Hast du Arbeit? Ich bin auf der Suche nach Arbeit. Arbeit, was? Pass auf, ich will, dass du was für mich aufklärst. Das gibt mir mehr. Das da oben ist Raider-Gebiet. Aber in letzter Zeit waren sie ziemlich ruhig. Hat man jetzt hoffentlich nicht Geld, aber mein Controller ist runtergefallen. Ruhig. Schau dich da mal um und erstatte mir dann Bericht. Die Galerie Pikmin abchecken. Alles klar. Cool. Aber sei gründlich, okay? Ich zahle nicht, wenn du nur mal einen kurzen Blick riskierst. Du musst rausfinden, was da wirklich abgeht. Wird gemacht. Ich denke, er hat noch nichts für uns. Ne? Ich probiere es mal gleich. Nee, ich glaube, der braucht erstmal Ruhe. Kann man gleich erstmal wieder eine richtige Rüstung anziehen, weil Silver Shroud haben wir jetzt erstmal beendet. War interessant. Hat eigentlich sogar Spaß gemacht. Klar, ist irgendwie immer dasselbe. Geh dahin und töte den. Aber ich fand das witzig, wie er zu sprechen. Wir hauen jetzt erstmal nach Sanctuary ab.
Ach ja, schönes Bettchen. Oh, ich bin schon wieder müde. Ich bin auch irgendwie dauermüde. Werkstatt, machen wir erstmal hier. Gehen wir mal, wo ist denn Curry? Das ist nicht Curry. Du bist Curry. Hey! Willst du etwas? Gib mir mal deinen Kram. Ja, weg damit. Brauchst du nicht. Ich glaube, ich wollte kurz was ausprobieren. Einmal die. Und einmal das. So. Mir? Mit der Rüstung. Doch, das sieht auch gut aus, hey. Aber bringt was im Kampf du? Leider nichts. Ah, die Brille. Hoppala. Oh. Die Brille, die lasse ich an. Das da. Das da. Dies und das. So, das nehme ich wieder mit. Eins. Wie kann man nur so viel Blödsinn sammeln? Ach, ich hab das Problem, ist in Fallout 4. Man braucht den ganzen Blödsinn auch noch. So, das war's, ne? Du hast bestimmt deine Gründe, aber für mich sieht das nach Schrott aus. Es ist Schrott, aber wir brauchen das trotzdem. Ob das glaubst du nicht? Den Kryolator, den packe ich jetzt erstmal weg, weil den werden wir wahrscheinlich gar nicht benutzen im Moment, weil wir so wenig Munition dafür haben. Das Silver Shroud, ich glaube, den können wir jetzt ablegen. Ja, sehr gut. Nein, die nicht. So, das lassen wir alles so im Inventar. Hier ist irgendeine Waffe, die ich nicht brauche. Nicht, die benutze ich ja alle. Wir auch nichts mehr. Alles klar, so, dann ziehe ich mal gerade eine Rüstung an wieder. So, haben wir das. Den Ehering könnten wir eigentlich ihr hier geben. Aufgepasst. Das ist ein bisschen makaber. Irgendwie behilflich sein. Müsste die den sogar. Da ist er. Da war er. Ja. Why not? Hey. Ne? Kann ich was für dich tun? Nee, du wolltest mit mir reden, oder? Wie fühlst du dich? Ich bin froh, dass ich mich. Sonst noch was? Nö. Nein, nichts. Okay. Okay. Du okay. Bist an diesen Ort hier gebunden, Kind. Ach, nicht schon Deine wieder. Energie. Meine Energie. Ich ja. Ich werde versuchen, welches Nein. zu beschaffen. Mein. Ich will nur ein bisschen handeln. Besorg mir ein wenig Jet. Das wollte ich gar nicht tun. Kann ich dir mit dem dritten Auge helfen? Können wir ein paar Sachen tauschen? Nein, ich will auch mit dir reden. Scheiße. Kann ich das laden? Nee. Das ist jetzt doof. Egal. Zu gebrauchen. Früher nannte man mich Murphy die Wahnsinnige. Hi. Alter, die Brille. Haben wir vielleicht noch eine Sonnenbrille? Kleidung. Lässiges Outfit. Kellogg's Outfit.
modische Brille, Polizei, Polizisten-Sonnenbrille. Nehmen wir mal die. Ja, ich glaube, die können wir nehmen. Gut. Aufgepasst. Machst du mir ein Geschenk? Ja. Ja, das ist besser. Upsala. Knarrer weg. So, jetzt können wir nochmal hier hinten gucken, bei dem Kram hier. Scheint wirklich was zu werden. Ja, sehe ich genauso. So, jetzt können wir gerade. Sehe ich genauso. Oh nein, ich könnte ich doch jetzt mal. Ne, jetzt ist es zu spät, jetzt habe ich das Zeug benutzt. Das nächste Mal, da mache ich ein Feld für jedes einzelne. So, jetzt machen wir es mal so. Hallo. Hallo. Wonach du suchst, das weiß ich. Kelloggs Pistole. Kampfgewehr, das würde ich gerne noch ein bisschen aufbessern. Kann ich aber gar nicht. 308er Verschluss. Ja. Gerne den Magazin. Hm, nee. Macht dann 91 Schaden. Hm. Das könnte ich machen, aber das ist jetzt nicht so wichtig. Hm, nö. Ein größeres Magazin wäre schon nicht schlecht, glaube ich. Machen wir so, alles klar. Glaube ich leider nicht. Kalibrierter mächtiger Verschluss. Was macht er? Erhöhte Präzision und erhöht wahrscheinlich kritische Treffer. Ich gucke erstmal weiter. Das müssen wir nicht auch alles hier machen. Schalldämpfer? Nee. Den kann ich jetzt doch. Hier wollte ich noch mal gucken. Mächtiger Verschluss. Überlegender Schaden. Außergewöhnlicher Schaden. Mach mal das hier, weil die benutze ich ja auch oft. Ja, so ein Visier brauchen wir für die nicht. Oh, hier können wir auch noch verbessern, der Verschluss. Der macht 146 Schaden. Da brauchen wir noch 4 Kleber. Die ist gerade nicht hier, die Carla, ne? Bist du Carla? Nein. Er läuft da vorne. Sturgis. 4 Kleber brauchen wir noch. Warte mal, die suche ich mir jetzt nochmal schnell irgendwo. Ich reiß mal nach Diamond City. Und kaufe mir mal ein bisschen Kleber zusammen hier, Diamond City Markt. Jetzt hier lieber niemanden, dass sie ihn sind. Bei Papa Noodles kannst du dir schnell was reinmachen. Wir verkaufen alles. Ja. Ist mir eigentlich egal. Mal sehen, was du so hast. Ich will Kleber. Aha. Was? Mehr hat er nicht? Naja, besser als nichts. Ich warte mal einen Moment hier einfach. Bis morgen. Fünf Stunden.
sagst du, wenn es dir um Sicherheit geht, mit einer Distanzwaffe kannst du in Deckung und außer Sicht bleiben. Aber da ist eine Zweitwaffe empfehlenswert, um flexibel zu bleiben. Dann lass mal sehen, was du so hast. Nimm sie ruhig auch mal. Nee, der hat nichts. Den brauche ich gar nicht fragen. Und sie hat, glaube ich, dasselbe Inventar. Okay, schätze, wir können ins... Mhm. Dann lass mal sehen, was du so hast. Dies und das. Aha. Ne, die hat keinen Kleber. Auch kein Superkleber? Nö. Rattengift, was ist denn mit der falsch? Zahnpasta? Antiseptikum? Was ist denn das für eine Zahnpasta? Was machen wir da? Wir haben Handfeuerwaffen, Gewehre und Munition. Oh, Kinderkrippe Greentop wird angegriffen. Da verteidigen wir mal gerade noch schnell. Oh Mann, haben wir viele Quests, scheiße. Los geht's. Wir helfen. Natürlich helfen wir. Dafür sind wir irgendwie da. Okay, wer greift hier an? Wer ist das? Wer macht sowas? Ach, es sind hier überall diese verdammten Roboter. Alter, lass mich in Ruhe! Hilfe! Oh, scheiße. Weg, 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 weg. Das bringt nichts. Hä? Geh doch weg! Oh. War nicht schlecht, weil ich glaube, der hat ein paar mitgenommen. Ich muss den Kopf beschädigen. Mach doch nicht das Ding auf. Lauf! Komm, ich hab ihn gleich. So, der explodiert jetzt. Komm. Wo ist der, wo ist der denn hingeflogen? Okay, ja, dann. Boah, Alter. In welche Dimension der andere da geflogen ist, weiß ich jetzt auch nicht. Hier ist noch irgendwo einer. Ach, der ist kaputt. Hey! Was ist das? Puh! Ja, alles klar. Ich habe Dr. Van Tudels Rezept für verbesserte Stimpacks noch nicht ganz gemeistert. Aber ich arbeite daran. Okay. Tja. Da muss ich mich erstmal setzen auf den Schock. Und die Aufnahme für heute beenden. Wie immer, danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.